wenn ihr schnell seid und zu den Ersten gehört, dann bekommt ihr heute eine Probe von einem Duft, kostenlos. Und der hat einfach alles weggestrahlt. Also der ist wirklich sehr intensiv. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video bei Frühstück in der Parfümerie. Ich freue mich sehr, dass du wieder bei mir vorbeischaust, denn in dem heutigen Video gibt es endlich wieder ein neu und beachtenswert Video, in dem ich neue und beachtenswerte Düfte vorstelle und von A bis Z review. Und wir haben heute einen guten Mix aus Designerdüften und aus Nischendüften mit dabei, würde ich sagen. Vielleicht sogar ein bisschen designerlastiger heute mal wieder. Und das Video wird natürlich auch wie im letzten Jahr jetzt immer wieder monatlich fortgeführt. Im Dezember habe ich das nicht gemacht, habe ich so einen Jahresrückblick gemacht und einmal im November, da war das alles irgendwie ein bisschen too much, da bin ich nicht so hinterhergekommen. Aber jetzt, auch wenn wir es schon, ja, gut Februar haben, hatte ich da die Möglichkeit, dann doch noch den einen oder anderen Duft zu reviewen. Zum Beispiel den Initio, der wirklich sehr gefragt ist, vermute ich zumindest. Deswegen dachte ich, okay, dann ist das Video vielleicht ein bisschen später, aber dafür ist dieser Duft auch mit abgedeckt. Und wenn ihr schnell seid und zu den Ersten gehört, dann bekommt ihr heute sogar auch eine Probe von einem Duft, kostenlos. Also von daher freue ich mich sehr auf das heutige Video. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du zuschaust. Wenn du zum ersten Mal hier bist, dann herzlich willkommen bei Frühstück in der Parfümerie. Auf diesem Kanal dreht sich alles um die wunderschöne Welt der Düfte. Wenn dich das Thema genauso interessiert wie mich, dann würde ich mich extrem freuen, wenn du mich supportest und meiner Community beitrittst. Schau auch gerne mal bei Instagram vorbei, dort mache ich nämlich auch Parfum-Content, aber auch so ein bisschen, was ich sonst so mache und in welcher Situation ich welchen Duft trage. Starten wir mit einem Duft, der beschrieben wird als die aufregendste Liebeserklärung dieses Jahres, nämlich den Duft Sending Love von Sarco, der jetzt ganz neu ist und natürlich vom Konzept und vom Marketing her perfekt für den Valentinstag passt und beziehungsweise darauf ausgerichtet ist. Ich persönlich empfinde den aber als einen tollen, spritzigen Gourmand für den Sommer, der einfach gute Laune macht, weil der startet direkt super positiv mit einer spritzigen Limette und einer saftigen Mandarine. Und ich liebe ja Mandarine in Düften und das ist so eine richtige, süße, spritzige Note am Opening, die mir extrem gut gefällt. Vom Vibe mir so ein bisschen Party in the Bay Vibes gibt, aber deutlich opulenter, fruchtiger, süßer, noch mehr Früchte und nicht so viel Fokus auf der Limette. Aber ich liebe Düfte, die Limette im Opening haben. Es gibt mir irgendwie immer Energy und es macht gute Laune und so ist dieser Duft. Im weiteren Verlauf wird er dann aber dichter, cremiger und gourmandiger. Also diese spritzigen Noten gehen ein bisschen zurück. Der wird ein bisschen keksiger im Herzen und im Drydown dann recht kakaoartig. Also der hat einen schönen Verlauf, ist aber leider relativ schnell weg. Also der hält auf meine Haut ungefähr 5,5 Stunden, dann ist er eigentlich so gut wie weg. Aber mir gefällt der Duft. Es ist für mich persönlich aber eher ein Hot Girl Summer Vibes und jetzt nicht unbedingt ein romantischer Valentinstagsduft. Aber man kann ihn natürlich immer tragen, wann immer man möchte und wie man sich damit fühlt. Er hat jetzt nicht diese Dark Feminine Energy, er ist jetzt auch nicht so super sinnlich. Aber gerade ein Duft, den ich heute auch trage und wo ich mir denke, es ist so grau draußen. Okay, gerade ein bisschen blauer Himmel. Und der macht einfach gute Laune und Lust auf Sommer. Und man denkt direkt, okay, ich habe jetzt so einen Drink in meiner Hand und liege am Pool und die Sonne scheint. Diesen Vibe gibt mir dieser Duft. Irgendwie ist er dann so ein Mix aus Party in the Bay und Sunset Hour. Vom Konzept her, wie gesagt, eine Liebeserklärung und die süßen Noten im Herzen sollen die süßen Momente der Liebe einfangen. Während die florale Basis ein sinnliches Herzbeben verströmen soll. Wie gesagt, für mich ist die Basis fast so ein bisschen kakaoartig, moschusartig, auch so ein bisschen vanillig dann. Passt für mich eigentlich nicht so vom Konzept, finde ich aber überhaupt nicht schlimm. Tut dem nichts ab, ist halt nur die Frage, ob man mit der Performance klarkommt. Aber mit einer Bodylotion oder so kann man das ja auch immer noch ein bisschen verlängern. Preislich ist der auch voll in Ordnung, finde ich. 100 Milliliter bekommt man ungefähr für 109 bis 139 Euro. Es gibt gerade viele Rabatte, auch zum Valentinstag. Also von daher, wer gerade egal was kaufen möchte, könnte jetzt auch wieder ein guter Zeitpunkt sein, zuzuschlagen. Von den gelisteten Duftnoten haben wir in der Kopfnote die Drachenfrucht, Mandarine, Limette und süße Limette. In der Herznote Pfirsich, Toffee, weiße Schokolade und Zeder. Und in der Basisnote Vanille, Moschus, Amber und dunkle Hölzer. Next One ist der neue Duft von Chloé aus der Nomad-Linie. Unite Nomad Egypt. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Mein Französisch ist schon eine Weile her. Aber in diesem Duft dreht sich alles um eine wunderbar strahlende Orangenblüte. Der Duft ist jetzt nicht krass außergewöhnlich oder so, aber es ist eine schöne, reifere Orangenblüte insgesamt über den Duftverlauf. Der startet aber erstmal mit dieser Orangenblüte und
mit einer gewissen Zitrik, die auch positiv ist, die gute Laune macht. Daneben haben wir aber noch so ein bisschen süßliche, vollmündige Akzente und auch etwas Heuartiges. Also ein interessantes, sonniges Opening. Aber so sonnig, dass es jetzt nicht nur sommerlich ist, sondern ich finde, es ist eigentlich ein schöner Allrounder, den man gut immer tragen kann, weil der einfach Eleganz ausstrahlt durch diese Orangenblüte, die hier sehr präsent ist, aber eben auch eine gewisse Reife hat. Und diese reife Seite der Orangenblüte, die verstärkt sich dann auch im weiteren Verlauf. Es wird noch ein bisschen grüner aus meiner Sicht und Myrrhe kommt hinzu, aber an sich ist der Verlauf sehr linear. Aber was mich total begeistert und auch überrascht hat, ist diese super Performance. Also der hält über 9 Stunden auf meiner Haut und auch dann strahlt noch diese schöne, reife Orangenblüte, ohne dass es jetzt irgendwie so ein super süßer Drydown wird oder so. Ein Duft, den man gut tagsüber tragen kann, den man gut abends tragen kann und der eine schöne, reife Eleganz ausstrahlt, glatt ist von der Textur und sehr gut universell einsetzbar ist. Was ich nicht wusste, Ägypten ist das Herkunftsland von der Gründerin von Chloé und dieses Parfum ist eine Hommage an den Ursprung des Parfums, weil Ägypten ja auch die Parfums hervorgebracht hat. Da wollte ich mich übrigens noch mal ein bisschen mehr einlesen in das Thema und auch so ein bisschen mehr Parfum-History-Videos machen. Aber auf jeden Fall soll dieser Duft eine Neuinterpretation davon sein. Also ich finde die Idee schön, aber ich kann es jetzt nicht so gut beurteilen, weil ich auch nicht genau weiß, wie dieses Kifi, so wird das hier auch in der Beschreibung beschrieben, riecht. Aber ich finde, es ist ein solider Duft mit einer sehr guten Performance. Preislich, ja, die Designerdüfte werden alle teurer. Ungefähr 59 Euro für 30 Milliliter. 50 Milliliter ungefähr für 77 Euro und 75 Milliliter ungefähr für 95 Euro. Und was man natürlich auch immer positiv erwähnen kann, die Verpackung besteht aus recycelten Materialien. Finde ich immer super, wenn sich auch so große kommerzielle Brands immer mehr in Richtung Nachhaltigkeit bewegen. Von den gelisteten Duftnoten haben wir hier Orangenblüte, Absolu, Vanille, Zypriol, Zimt, Ginster, Ingwer, Myrrhe, Kifi und Opoponax. Wenn du Bianco Latte magst, dann solltest du dir den neuen Duft von Profumum Roma auf jeden Fall anschauen. Giosia war nämlich ein Duft, der Ende letzten Jahres erschienen ist und ich habe den mir natürlich direkt bestellt, also eine Abfüllung. Und ich war direkt so, okay, das ist Bianco Latte. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das finden soll, weil ich verstehe, dass es günstige Dupes gibt und ich finde, günstige Dupes sind wirklich toll, wenn man besonders riechen möchte, aber sich das nicht leisten kann oder warum auch immer. Aber teure Dupes finde ich irgendwie für mich nicht so sinnvoll. Aber ich muss sagen, ich habe dem ein bisschen Unrecht getan mit meiner ersten Assoziation. Ich habe den nämlich jetzt endlich mal wieder getestet und getragen und erkenne auf jeden Fall auch Unterschiede, über die wir dann gleich nochmal im Detail sprechen. Aber auf jeden Fall ein Duft, wenn du Bianco Latte magst oder solche Art Düfte, kuschelig, vanillig, karamellig, dann solltest du dir diesen Duft anschauen. Der startet nämlich direkt süß und kuschelig und auch im Opening hat man schon dieses ein bisschen gezuckerte, leicht angebrannte, kuschelige, vanillige oder karamellige, I don't know. Aber Giosia hat im Hintergrund noch so ein bisschen etwas balsamisch, harziges, erdiges und auch so ein bisschen Anklänge von einer Orange. Und durch diese Kombination hat er für mich auch etwas Weihnachtliches. Also ich sehe den Duft definitiv im Herbst und Winter zum Einkuscheln, wenn nicht sogar direkt an Weihnachten. Der gibt mir so ein bisschen das Gefühl von Waldspaziergang durch dieses Moos und diese harzigen Noten, was ja auch immer so eine schöne, kühle Luft mit sich bringt. Und dann kommt man wieder nach Hause in das warme Haus und dort duftet alles nach leckerem, gezuckerten Gebäck oder nach Vanillecremes, die gezuckert sind. Im Drydown geht die Orange dann natürlich etwas zurück, aber prominent die ganze Zeit die süße Vanille. Also das ist ein Gourmand durch und durch. Der ist Bianco Latte wirklich sehr ähnlich. Diese vanilligen, karamelligen Noten sind hier dominant. Daneben noch so ein bisschen was Kuscheliges, Warmes von Amber, was hier auch sehr präsent ist über den ganzen Duftverlauf. Aber im Vergleich zu Bianco Latte finde ich Bianco Latte noch ein Ticken gezuckerter. Also der hat hier so ein bisschen was Synthetisches. Das hat der hier auch ganz im Opening, aber wirklich nur ganz kurz. Und Giosia, also der Profumo Roma, der wird weicher und cremiger. Und der Bianco Latte ist noch von der Textur für mich ein bisschen rauer. Aber sie sind sich schon sehr ähnlich. Aber der Giosia hat eben noch diese, ja, moosigen, harzigen Noten so ein bisschen im Hintergrund. Aber es ist sehr lustig, weil wenn man die Duftstreifen nebeneinander hält von Bianco Latte und dem Giosia, dann sieht man auch direkt, was der Profumo Roma ist. Weil die Parfumkonzentration hier ja extrem hoch ist. Und der ist einfach so schön ölig, so hoch konzentriert. Und das macht sich natürlich auch in der Performance bemerkbar. Und der hält auf meiner Haut über 10 Stunden.
und hat eine enorme Sillage. Also ich teste oft dann an verschiedenen Stellen mit verschiedenen Düften und der hat einfach alles weggestrahlt. Also der ist wirklich sehr intensiv. Wer die anderen Profumum-Roma-Düfte kennt, weiß, wovon ich spreche. Ich liebe diese Düfte auch aufgrund dieser Performance und dieses luxuriösen Gefühls auf der Haut, wenn es auch so ein bisschen öliger ist. Weiter geht es mit dem neuen Body Spray von Sol de Janeiro, Chirosa 59, auf das ich super gespannt war und das ich mir auch direkt blind bestellt habe, weil mich die anderen bisher nie enttäuscht hatten. Im Opening war ich dann erstmal ein bisschen verwirrt, weil für mich riecht er im Opening wie ein Mix aus Zuckerwasser in Kombination mit etwas Mundspülung, wobei wir aber eher so 80% Zuckerwasser und 20% Mundspülung haben, weil der im Hintergrund irgendwie etwas leicht Minzartiges für mich hat. Im weiteren Verlauf wird es für mich vor allem im Herzen einfach Zuckerwasser pur. Wir haben hier aber so ein bisschen minimale Anklänge von Veilchen, was dem natürlich eine leichte Fruchtigkeit gibt. Aber für mich ein süß-vanilliger, eher trockenerer Duft, der im Dry dann mir einen Ticken besser gefällt, weil die Vanille dann einfach noch präsent ist und ich liebe ja am Ende Vanilledüfte. Also ich finde den unterm Strich schön, aber er flasht mich einfach nicht so wie die anderen Düfte, weil er mir gerade im Opening einen Ticken zu gezuckert und von der Textur auch zu rau ist, auch wenn ich den dann im Verlauf besser finde. Aber es ist ein Body Spray, kostet 19,99 €, also kann man auf jeden Fall irgendwie aufbrauchen. Ich werde auch nochmal probieren, das in nächster Zeit ein bisschen zu layern. Und dieser Duft soll ein Ausdruck von Optimismus und vollkommenem Glück sein. Vom Anlass sehe ich das dann eher so zum kurz mal aufsprühen im Herbst oder im Winter. Haltbarkeit ist super, wie bei den anderen Body Sprays auch. 4 bis 5 Stunden finde ich perfekt, weil ich meine, manche Eau de Toilette oder auch Eau de Parfums halten manchmal nicht so lange. Was das angeht, kann man auf jeden Fall sagen, 10 von 10. Preislich bekommt man 90 ml ungefähr 21,95 € und von den gelisteten Duftnoten haben wir in der Kopfnote kandiertes Veilchen und Pflaume, in der Herznote Amber und Vanilleorchidee und in der Basisnote Vetiver und Sandelholz. Würde ich es nochmal kaufen? Nein, aber es ist jetzt trotzdem unterm Strich eine Art Duft, die ich mag und die mir gefällt, aber flash mich jetzt weg. Weiter geht es mit dem neuen Duft von Tom Ford, der schon gehypt wurde, bevor er überhaupt released wurde. Vanilla Sex. Ich habe den Duft auch im Detail reviewed, also schaut euch das gerne an. Nur kurz, für mich ist der Duft im Opening am schönsten. Dann ist er nämlich ganz zart, vanillig und gepudert. Hat für mich auch die Farbe beige. Im Hintergrund so ein bisschen etwas Krautiges, aber nur ganz, ganz leicht. Und dieses Zarte, das wird relativ schnell abgelöst durch etwas intensiveres, dichteres, kräftigeres, was vermutlich auch die Bittermandel ist, die dann immer mehr hier das Zepter übernimmt in dem Duft. Also der hat am Anfang so was gepudert Vanilliges, erinnert mich dann auch so ein bisschen an den Vanillepowder von Maître Premier, aber wirklich nur am Anfang und im weiteren Verlauf hat der für mich dann so ein bisschen was Urinartiges, aber mein Freund meinte, das findet er gar nicht. Er meinte, der Duft erinnert ihn an Frittstift, das finde ich wiederum nicht. Also jeder muss sich, glaube ich, sein eigenes Bild von dem Duft machen, aber dieses Urinartige, was ich daraus rieche, kommt vermutlich auch durch diese Bittermandel. Ich liebe ja Mandel und Vanille, aber ja, diesen Herzpart, der gefällt mir einfach nicht so gut, weil dann hat der Duft für mich auch die Farbe dunkelgelb, was irgendwie nicht so schön ist oder für mich sich einfach nicht so harmonisch anfühlt. An sich im Drydown gefällt er mir aber dann wieder richtig gut, weil das dann so ein schöner Vanillepuder gezuckerter Drydown ist. Mich auch so ein bisschen an den Angelique Moir Drydown erinnert, ohne das jetzt direkt miteinander verglichen zu haben. Unterm Strich für mich also ein schöner Duft, der es mir aber nicht wert ist. 210 € für 30 ml, 342 € für 50 ml oder schlappe 850 € für 250 ml auszugeben. Dafür flasht er mich einfach nicht genug. Dafür ist er zu gewöhnlich, auch wenn es an sich ein schöner Duft ist. Ich liebe Vanille, wie gesagt, und vor allem auch Mandel, die hier für mich auch deutlich präsenter ist als die Vanille. Hält auch seine 8 Stunden, also von daher, das ist schon in Ordnung. Vom Vibe her für mich auch eher ein Herbstduft. Und wir haben hier 3 verschiedene Vanillesorten, also Vanille CO2, Ultra Vanille und Vanille Absolut. Und der Duft hat scheinbar eine Vanille-Tinktur, die extra für diesen Duft in Indien kreiert wurde. Und daneben haben wir dann noch die Bittermandel, Blüten, Tonkabohne und Sandelholz. Den nächsten Duft könnt auch ihr kostenlos testen, wenn ihr einfach unten auf den Link klickt und euch da registriert. Dann bekommt ihr dieses Probenset. Hier ist einmal eine 2 ml Probe von dem Eau de Parfum drin und eine 2 ml Probe von dem neuen Eau de Toilette, nämlich von dem neuen Perfect von Marc Jacobs. Ich muss gestehen, den normalen Perfect, den habe ich bisher eigentlich nie so richtig auf dem Schirm gehabt. Ich habe dann aber an dem Eau de Toilette gerochen und war direkt so, wow, dieser Duft ist für mich einfach
das Erwachen des Frühlings, wenn die Natur noch voll im Wintermodus ist, aber dieser Morgentau-Nebel über den Feldern hängt, die Sonne schon scheint, die Luft ist aber noch ganz klar, es ist noch Winter, aber man hat schon diesen Frühlingsgeruch in der Luft. Gräser sind taufrisch und die Sonne spiegelt sich so ein bisschen in diesen Gräsern, aber es ist eben so ein sonniger, kühler Morgen. Also dieser Duft ist für mich einfach Frühlingsmorgen in a Bottle. Richtig schön, auch kein 0815 Designerduft, der ist nicht stickig, süß oder irgendwas. Der ist für mich im Opening grün, frisch und rein. Der hat auch minimal etwas Krautiges, Raues, so von der Textur. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar Maiglöckchen sein könnte. Ist hier nicht gelistet. Hat eine gewisse Saftigkeit und im Hintergrund haben wir dezente Süße durch blumige Noten von Narzisse und wahrscheinlich auch ganz vielen anderen blumigen Noten. Und es gab mal einen Duft, der hieß Rain von Marc Jacobs. Ich fand den richtig toll. Ich weiß leider nicht, warum der eingestellt wurde. Vielleicht lief der auch einfach nicht, aber ach, den fand ich auch richtig schön und der erinnert mich so ein bisschen an den. Ich habe den nicht da, ich habe den ewig nicht gerochen, deswegen kann ich es nicht vergleichen. Im Drydown wird er dann übrigens noch moosiger, etwas erdiger und auch weniger spritzig, aber an sich erkennt man auch den Duft wieder. Es ist kein Duft, der sich komplett um 180 Grad dreht im Drydown und hat eine super Performance dafür, dass es ein Untoilette ist. 6 bis 7 Stunden, vollkommen in Ordnung und ich finde ein toller Alltagsbegleiter für den Frühling. Das ist so ein Duft, den sprühst du dir morgens auf und hast direkt diese Energie, weil der so klar rein, grün und frisch ist und man hat direkt Lust auf den Tag. Ich habe den Duft kostenlos bekommen. Ich sage das nicht, weil ich den kostenlos bekommen habe oder weil ich das sagen muss, sondern weil ich den richtig schön finde und weil er auch ein super Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Das ist nämlich mal nicht ein Designer-Duft, der jetzt irgendwie 80 Euro für 30 Milliliter kostet, sondern hier kann man die 30 Milliliter ab ungefähr 35 Euro bekommen, was ich vollkommen fair finde. Die 50 Milliliter dann ungefähr ab 53 Euro und die 100 Milliliter bereits ab 69 Euro ungefähr. Ihr müsst immer googeln, dann findet ihr die besten Preise. Ich verlinke es natürlich auch wie immer unten. Ihr könnt diesen Duft auch testen, kostenlos wie gesagt, und euch ein eigenes Bild machen. Die Stückzahl ist begrenzt, also irgendwann geht es dann nicht mehr. Deswegen, wenn ihr drauf klickt, könnt ihr euch da registrieren. Von den gelisteten Duftnoten haben wir in der Kopfnote Rosa, Pfeffer und Vogelknöterich. In der Herznote Weiße Narzisse und in der Basisnote Zedern. Weiter geht es mit dem vermutlich heiß erwarteten Narcotic Delight von Initio, der für mich im Opening so ein bisschen so riecht wie diese Kirsch nimmt zwei Kaugummaus gefallen in Tabak. Also wir haben hier eine Kirsche, die sehr präsent ist, aber keine dunkle, sinnliche Kirsche, sondern die ist zu 50% da und auf der anderen Seite diese holzig-rauchigen Noten. Also der Duft ist für mich im Opening recht holzig und eben rauchig. Und diese Tabaknote ist auch sehr stark da. Der ist der Unisex, hat vielleicht so ein bisschen so diese Art Shisha-Tabak-Kirsche. Aber da ich nie in Shisha-Bars gehe, kann ich das ehrlich gesagt auch nicht so gut beurteilen. Aber es kommt für mich so ein bisschen durch diese Tabak-Kirsch-Kombination, diese Assoziation. Von der Farbe ist der für mich ein getrübtes Rot. Trotzdem hat die Kirsche aber etwas Saftiges und minimal Spritziges. Deswegen auch nimm zwei Kaugummis. Kirsche, wer die kennt, die sind irgendwie saftig und gehaltvoll. Und im Hintergrund hat er die ganze Zeit so was balsamisch-würziges, wird dann aber rauchiger im weiteren Verlauf, vermutlich eben durch Tabak. Und deswegen ist es kein Duft, bei dem ich sage, ja, das ist bei mir so ein Match. Das ist für mich persönlich einfach kein Match. Ich finde, es ist aber trotzdem ein schöner, solider Duft, der bestimmt dem einen oder anderen gut gefällt, aber bei mir ein bisschen zu viel Tabak. Für meinen persönlichen Geschmack, weil gerade an manchen Tagen, wo ich ein bisschen sensibler bin, ist das genau die Art Duft, von denen ich Kopfschmerzen kriege. Heute nicht, heute geht es mir super, bis auf das Gefühl, dass ich Halsschmerzen kriege. Aber der kommt nicht an meinen geliebten Atomic Rose zum Beispiel ran. Deswegen ist es bei mir auch ein Duft, wo ich jetzt sagen würde, ja, den würde ich mir nicht kaufen, weil er natürlich auch sehr teuer ist, also 250 Euro für 90 Milliliter. Da finde ich, muss der Duft ins Schwarze treffen und vom Anlass für mich eher ein Duft für den Abend, den man aber auch gut im Herbst oder vielleicht auch im Winter mal tagsüber tragen kann. Die gelisteten Duftnoten sind Kirsche, Tabak, Cognac, Vanille, schwarzer Pfeffer und Hedion. Und Hedion soll angeblich menschliches Verhalten beeinflussen. Also es gibt dazu scheinbar auch Studien. Und Hedion soll dieses Gefühl von, wie du mir, so ich dir, stärker beeinflussen. Also zum Beispiel, wenn jemand zu mir freundlich ist, dann bin ich auch eher freundlich zu dem. Und wenn jemand gemein zu mir ist, dann bin ich auch eher gemein zu dem, so in die Richtung. Aber keine Ahnung, ob das stimmt. Ich dachte, ich erzähle es mal, weil ich persönlich das immer super interessant finde, aber I don't know. Und Haltbarkeit auf meiner Haut über 9 Stunden, aber wie gesagt, recht schnell, recht leise, finde ich. Im Vergleich zu anderen Düften generell
Jetzt vielleicht nicht, aber gerade wenn man auch den ein oder andere Initio-Bombe kennt, sage ich mal, dann ist der ein bisschen. Ich war ein bisschen unsicher, ob ich ihn mit reinnehmen soll, weil der nächste Duft ist eigentlich eine limitierte Edition. Ich weiß leider nicht, dazu habe ich keine Infos gefunden, wie lange der da ist. Aber es handelt sich um den neuen Daisy Pop Eau Fraîche von Marc Jacobs. Ich habe so selten Marc Jacobs Düfte hier drin und dieses Mal gleich zweimal. Aber ich bin auf den aufmerksam geworden, weil das Flakon schon sehr cool aussieht. Also es ist halt pink und eben in diesem klassischen Marc Jacobs Stil. Aber einfach toll, weil es komplett dicht ist von der, also man kann nicht durchsehen und es fällt einfach auf. Es hat diese schönen Blumen und ja, dieses Rosa gefällt mir einfach gut. Und ich war dann wirklich total überrascht. Also ich habe jetzt noch ein paar andere neue Designer-Düfte probiert. Den von Valentino nicht, zu dem kann ich noch nichts sagen. Aber Boss The Scent und so. Aber da dachte ich mir, ja, muss man jetzt über den sprechen, weil ich will diese Videos auch nicht ausarten lassen. Aber an dem habe ich gerochen hier und war so, oh mein Gott, der gefällt mir richtig gut, weil der ist sommerlich, der ist spritzig, der hat trotzdem sowas leicht Mineralisches und ich liebe mineralische Düfte, aber der riecht einfach wie, ja, so ein Cocktail und Sommer und der hat so eine saftige, spritzige Limette, im Opening auch Limette, ich liebe Limette. Daneben haben wir auch noch so ein bisschen Himbeere, also fruchtig, aber hat trotzdem so einen femininen Touch, aber ist trotzdem irgendwie rein und ach, ja, also der erinnert mich sehr an Party in the Bay, aber mit weniger Fokus auf der Limette, sondern hier ist eben auch noch die Himbeere mit dabei. Daneben dann eine Birne, die aber recht unsüß ist. Also dieser Duft ist zu keiner Zeit dicht oder stickig oder so, sondern der bleibt die ganze Zeit transparent. Und was wir als schönen Kontrast zu diesen fruchtigen Noten hier haben, sind auch wieder moosige, erdige Noten. Ach, der gefällt mir richtig gut und hält bei mir ungefähr 7 bis 8 Stunden. Ist im Drydown dann noch moschusartiger, leicht moosiger, aber die ganze Zeit schön frisch und luftig. Es gab aus dieser Linie, die hatte ich sonst natürlich auch reviewed, noch andere Düfte, also auch ein Eau de Parfum. Aber ich habe das leider nicht gesehen, dass es unterschiedliche waren. Die standen da nebeneinander, aber ich habe nur dieses Eau Fraîche gesehen und dachte mir, ah, von dem normalen Eau de Parfum oder so habe ich einfach nichts mitbekommen. Oder das gibt es schon länger, aber scheinbar sind die alle neu. Und preislich liegt er ungefähr bei 74,95 für 75 Milliliter. Von den gelisteten Duftnoten haben wir in der Kopfnote Birne, Limette und Zitrone. In der Herznote dann Himbeere, Rose und Veilchen. Und vor allem, wie gesagt, die fruchtigen Noten hier für mich präsent, mehr als die blumigen Noten. Und an der Basisnote kristallines Moos, Moschus und Zedernholz. Weiter geht es mit dem neuen Black Opium Flanker Over Red, bei dem ich auch ganz viele Fragen bekommen habe, ob ich den reviewen kann. Und Yves Saint Laurent ist ja eine meiner Lieblingsbrands. Und deswegen war ich natürlich gespannt auf den Duft, auch wenn der Black Opium jetzt nicht mein Favorite Saint Laurent Duft ist oder so. Aber auch hier habe ich übrigens so ein tolles Set zum Probieren bekommen. Auch einfach, weil ich bei Instagram oder irgendwo eine Anzeige gesehen habe, dass man sich die kostenlos bestellen kann. Also ich glaube, wenn ihr einmal auf sowas klickt, dann kriegt ihr immer viele solche Anzeigen. Aber der Duft heißt Over Red, weil wir hier nämlich eine Kirsche gelistet haben. Also das klassische Eau de Parfum Black Opium ist ja Kaffee-Vanille in Kombination mit etwas Birne. Und dann gibt es die ganzen Flanker, die dann immer noch gewisse fruchtige Noten haben. Also der Illicit Green zum Beispiel hat Feige. Dann gibt es noch das Entente mit Absinthe, das noch ein bisschen aromatischer ist. Und bisher mein Favorite, das Le Parfum, weil das hat, ich glaube, 3 oder 4 verschiedene Vanillesorten. Das hat mir bisher am besten gefallen, auch mit einer super Performance und einer ganz tollen, weichen Vanille. Und das Black Opium Over Red startet süß-fruchtig mit einer klebrigen, likörartigen, glatten Kirsche. Also auch das Flakon ist ja glatt und shiny und auch der Duft ist im Opening glatt und shiny, so ein bisschen wie so eine Cocktailkirsche. Also der ist für mich von der Farbe nicht direkt so dunkelrot, sondern der ist schon irgendwie hellrot, aber knallrot. Im Opening ist also die Kirschnote wirklich sehr präsent, hat aber direkt auch Black Opium Vibes, also eine klassische Black Opium DNA. Und wenn ich den jetzt irgendwie bildlich beschreiben müsste, ja, der ist Black Opium für mich direkt auch im Opening schon. Aber ich hatte mir notiert Kirschbonbon, weil der nämlich dieses typisch klebrige, bonbonartige hat. Relativ schnell kommt aber so die klassische Vanille-Kaffee-DNA, die Black Opium eben hat, immer mehr durch. Und die Images der Kampagne vermitteln ja auch, wie Black Opium immer, eigentlich immer so dieses sexy und sinnlich und verführerisch und so. Passt jetzt natürlich auch super zum Valentinstag, aber der Duft ist schnell im Herzen und das Herz ist für mich einfach eher kuschelig. Also der verändert sich ganz schnell komplett. Aber im Hintergrund, gerade dann auch im Drydown, haben wir dann trotzdem noch so ein bisschen eine sinnliche Kirsche. Also sie ist noch da. Ich hätte sie so nicht rausgerochen. Aber wenn man eben danach sucht, dann findet man sie auch im Drydown noch. Das ist ganz schön. Aber ist jetzt nicht so anders als der klassische Black Opium. Deswegen braucht man beide. Nein, wenn man jetzt ein krasser Black Opium Lover ist, dann vielleicht
als Sammler oder so, wenn man so einen leichten Kirschtwist haben möchte, dann könnte man sich den auch anschauen. Preislich schon auch intensiv, 64 Euro ungefähr für 30 Milliliter, 95 Euro ungefähr für 50 Milliliter und ungefähr 129 Euro für 90 Milliliter. Was aber super ist, ist die Performance. Der hält auf meiner Haut ungefähr 9 Stunden, ist am Anfang recht intensiv, aber jetzt auch nicht super stark. Also mittelmäßig bis gut würde ich den von der Siage beschreiben. Und von den gelisteten Duftnoten haben wir in der Kopfnote grüne Mandarine und Kirsche. In der Herbstnote schwarzen Tee, marokkanische Orangenblüte, die man übrigens auch rausriecht, die Orangenblüte. Und Orangenblüte Absolu. Und in der Basisnote Bourbon-Vanille, Kaffee und Patchouli. Ja, jetzt habe ich schon abgebaut und das Outro vergessen. Deswegen improvisiere ich jetzt einfach nochmal so ein bisschen. Also vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wie gesagt, ab jetzt wieder monatlicher, neu und beachtenswert. Schreib mir immer gerne, wenn es Düfte gibt, wo du denkst, bitte review die. Dann mache ich das sehr gerne oder ich gebe mein Bestes davon, irgendwie Abfüllung oder was auch immer zu bekommen. Ich bin mal sehr gespannt zu hören, was dir am besten gefallen hat, welcher Duft. Schreib das doch gerne mal in die Kommentare oder vielleicht welcher Duft auch nicht. Und wie gesagt, wenn ihr möchtet, dann habt ihr die Möglichkeit, den Perfect Eau de Toilette kostenlos zu testen. Dafür müsst ihr unten, wie gesagt, einfach auf den Link klicken und euch registrieren. Dann bekommt ihr das zugeschickt. Aber wie gesagt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Die Proben sind begrenzt, aber sicher eine schöne Möglichkeit, die zu probieren. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Das hilft mir immer sehr, weil das Video dann besser ausgestrahlt wird und ich mehr Views bekomme und das supportet einfach den Kanal. Ist nur ein Klick für dich, aber das hilft wirklich sehr. Und ja, ganz lieben Dank an dich und bis zum nächsten Mal.